Hallo, hier ist dein Coach Christian und in diesem Video besprechen wir drei Fallen der Persönlichkeitsentwicklung. In meiner Arbeit mit Seminarteilnehmern entdecke ich immer, dass Menschen in drei Fallen bei der Persönlichkeitsentwicklung tappen. Persönlichkeitsentwicklung ist heute das A und O. Doch mach bitte nicht folgende Fehler. Fehler Nummer 1, zu viele Dinge auf einmal machen. Es gibt Menschen, Morgenroutine, das ist ja so ein Ritual mittlerweile. Die stehen morgens auf und dann meditieren sie. Dann machen Sie Yoga, dann führen Sie Tagebuch, dann schreiben Sie Ihre Ziele auf, dann machen Sie Ihre Affirmationen, dann hören Sie einen Podcast, dann schauen Sie YouTube-Videos, dann lesen Sie Bücher und bildlich gesprochen brauchen Sie den kompletten Vormittag, um irgendwann zum Arbeiten anzufangen. Und die Gefahr in der Persönlichkeitsentwicklung ist, dass du dich in ganz vielen Ritualen verrennst. Du folgst zum Beispiel 10 unterschiedlichen Trainern, du hörst 10 unterschiedliche Podcasts, du guckst 100 unterschiedliche YouTube-Videos, weil du so viel wie möglich auf einmal haben möchtest. Dabei vergisst du, dass die Kunst ist, mach wenige Dinge richtig. Such dir ein Ritual. Ein Seminarteilnehmer hat mich mal gefragt, Christian, von diesen 1000 Möglichkeiten, was mache ich als Morgenroutine? Such dir eine Sache aus, die für dich jetzt passt. Und hab den Mut, die nach einem Monat wieder zu verändern, wenn sie nicht mehr passt. Hör auf dein Gefühl hier drinnen. Keiner kann dir sagen, wie du dein Leben richtig leben solltest. Das darfst du selber fühlen. Eine Sache morgens, eine Sache abends. Fokus auf einen Lebensbereich. Egal wie motiviert du bist, du kannst nicht gleichzeitig deine Beziehung verändern, einen neuen Beruf anfangen, deine Finanzen verändern, deine Gesundheit, sondern es kommt eine Sache nach der anderen. Und dann am besten fokussiere dich auf einen Trainer. Wenn du zu viele Stimmen gleichzeitig hörst, kannst du zu viele unterschiedliche Botschaften bekommen und dann bist du irgendwann komplett verwirrt, sondern such dir einen Trainer aus, der zu dir passt, wo du sagst, dieser Person vertraue ich, die kann mir helfen und dann mach Dinge simpel. Nicht zu viele Sachen gleichzeitig, sondern fokussier dich und damit sind wir bei der zweiten Falle der Persönlichkeitsentwicklung. Die Falle ist, Wissen sammeln zu verwechseln mit Ergebnisse produzieren. Das Spiel im Leben heißt, Ergebnisse zu produzieren, ins Handeln zu kommen und dafür zu sorgen, dass etwas passiert. Jeden Monat solltest du dich einmal hinsetzen und fragen, wie ist meine Entwicklung diesen Monat? Was habe ich neu erreicht? Was habe ich neu geschaffen? Wo bin ich hingekommen bei meinen Finanzen, bei meiner Gesundheit, in meinem Beruf? Als ich Profi-Basketballtrainer war und die Saison vorbei war, 3 Spielern aus meinem Team, ich habe ihnen für 3 Monate ein Programm mitgegeben, an dem sie selber im Sommer arbeiten sollten, um besser zu werden, wenn die neue Saison losging. Und jetzt nehmen wir mal an, diese 3 Spieler hatten unterschiedliche Fähigkeiten in dem Moment, als ich ihnen dieses Programm gegeben habe. Und Spieler Nummer A war auf einer Skala, die bei 1 losgeht, auf einem Fähigkeitslevel von 10. Er hat 3 Monate im Sommer selbstständig gearbeitet und ist von 10 auf 20 gekommen, 3 Monate später, wenn die neue Saison losging. Doppelt so gut. Das nennen wir Ergebnisse produzieren. Und ich sehe sofort, dieser Spieler ist darauf konzentriert, worauf es wirklich ankommt. Kommst du voran im Leben? Spieler Nummer B war auf einer 5 am Ende der Saison und beginnt die neue Saison und ist immer noch auf einer 5. Was hat er gemacht? Er hat gefeiert, er hat sich auf andere Dinge fokussiert. Er ist nicht besser geworden. Ich sage zu ihm, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wärst du zufrieden, wenn du mit 25 noch die gleichen Ergebnisse hättest wie mit 20, wenn du mit 30 noch da im Leben stehst, wo du mit 25 gestanden bist? Nein. Das Spiel im Leben heißt, Ergebnisse zu produzieren. Such dir einen Bereich aus, in dem du gut werden möchtest und dann bleib an der Sache dran, werde besser. Mach dir bewusst,
Du brauchst 10 Jahre Zeit, um richtig gut in einer Sache zu werden. Da draußen sind so viele Ablenkungen. Und wenn immer Leute dir erzählen, du solltest jetzt noch in die Richtung gehen und in die Richtung, in die Richtung, in die... Nein, bleib fokussiert und produziere in einem Bereich Ergebnisse. Also gehen wir zurück. Spieler A ist in 3 Monaten, was Ergebnisse angeht, von 10 auf 20 gekommen. Spieler B ist von 5 auf 5 stehen geblieben. Spieler C war der Schlechteste, der stand auf einer 1 und kommt nach 3 Monaten zurück, ist auf einer 5. 500% besser geworden. Wer ist jetzt von denen der Erfolgreichste? Nun, ganz offensichtlich Spieler C. Du weißt, da ist einer, der produziert Ergebnisse. Allerdings steht er auch noch ganz am Anfang. Und nichts ist leichter, als wenn du irgendwo anfängst, schnell besser zu werden. Doch du weißt, mit Spieler A und C kannst du arbeiten, Spieler B nicht. Bist du ein Spieler, mit dem man arbeiten kann? Jeden Monat erstens solltest du dich hinsetzen und fragen, was auch immer deine Ziele sind. Wie bin ich beruflich vorangekommen im letzten Monat? Wie ist meine finanzielle Situation? Ist die besser geworden als vor einem Monat? Als Unternehmer sind meine Umsatzzahlen besser als im Monat davor. Wenn dein Ziel Gewichtsreduktion ist, habe ich weniger Gewicht als vor einem Monat oder habe ich mehr Muskelmasse aufgebaut als vor einem Monat? Ergebnisse lügen nicht und die allermeisten Menschen sind heute große Redner und ganz klein im Umsetzen. Der Gute bekämpft andere Menschen und siegt gegen andere. Der weise Mensch besiegt sich selbst. Die beste Persönlichkeitsentwicklung, die du immer noch machen kannst, ist, dir selber zu beweisen, dass du Ergebnisse produzieren kannst in allem. Auch in der Familie, in deiner Partnerschaft, wenn du Kinder großziehst, weil nichts gibt dir mehr Selbstvertrauen, nichts gibt dir mehr Stolz, nichts gibt dir mehr innere Zufriedenheit. Und du weißt, ich bin nicht nur einer, der Wissen ansammelt, sondern ich bin in der Lage, Wissen in die Praxis umzusetzen und daraus die Ergebnisse zu produzieren, die ich haben möchte. Also, Punkt Nummer 1. Wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, mach eine Sache nach der anderen, nicht zu viel auf einmal. Und dann fokussiere dich auf Ergebnisse zu produzieren, weil Ergebnisse heißt das Spiel in deinem Leben. Kommt dazu noch die dritte Falle in der Persönlichkeitsentwicklung. Die Angst zu haben, immer gut drauf sein zu müssen, immer motiviert sein zu müssen, das ist vollkommen unrealistisch. Das Leben ist zyklisch und war schon immer zyklisch. Das heißt, du kannst nicht ein Leben lang immer Erfolg haben. Du kannst nicht immer kerngesund sein. Es kann nicht immer alles nach deinen Vorstellungen laufen. Du kannst nicht immer auf der positiven Emotionswelle schwimmen. Sondern wenn du Erfolge hast, gibt es auch Phasen der Stagnation. Es gibt Phasen der Rückschläge. Wenn du eine Zeit lang richtig gesund warst, irgendwann kommt Krankheit. Das ist nicht das Ende der Welt. Sondern in diesen Stagnations-, Rückschlags-, Krankheitsphasen hast du Zeit, durchzuatmen, dich neu zu finden und dich zu fragen, so, wie kreiere ich mir jetzt meine nächste Gesundheitswelle, meine nächste Erfolgswelle? Höchstleistungen wird in Pausen erbracht. Das habe ich meinen Spielern in meinem Profisport gesagt. Als Profisportler, du brauchst Pausen, dass der Körper sich regenerieren kann. Und genauso brauchen wir Menschen auch Pausen. Und es gibt Tage, da bist du einfach scheiße drauf. Und da stellst du dich vor den Spiegel und sagst, fuck, heute ist alles scheiße. Und wenn nichts funktioniert, sagst du zu dir, ich gehe heute Abend einfach ins Bett und morgen ist ein neuer Tag. Und es ist alles gut. Weil Persönlichkeitsentwicklung bedeutet nicht, dass du immer gut drauf bist, sondern Persönlichkeitsentwicklung heißt, dass du die Werkzeuge hast. Und das mache ich mit meinen Seminarteilnehmern in meinen Seminaren. Die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden, in die Kunst, selbstbestimmt zu leben. Ich nenne es die Meisterwerk-Leben-Universität. Nicht dieses Äußere nur zu jagen, sondern Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, wenn du negativ denkst, wie kommst du da ganz schnell raus? Wenn du dich mal schlecht fühlst, wie kommst du da schnell raus? Zu wissen, es ist nicht immer alles positiv, doch wenn du unten durchhängst, hast du Wege, um ganz schnell wieder rauszukommen. Also das sind die 3 Fallen der Persönlichkeitsentwicklung. Erstens, zu viele neue Angewohnheiten auf einmal machen und die Lösung ist, such dir eine Sache in der Morgenroutine, Abendroutine, eine Sache aus und dann fang an zu arbeiten, damit du nicht in Falle Nummer 2 tappst,
nur Wissen, sondern das Spiel im Leben heißt immer noch Ergebnisse zu produzieren. Sei einer, der viel tut, wenig redet, Ergebnisse reden lässt. Und die dritte große Falle ist zu glauben, du müsstest immer gut drauf sein und motiviert sein. Nein, es geht darum, dass du die Tools hast, wie du negative Gedanken und Gefühle so schnell veränderst, dass du möglichst kurz da drin verharren bleibst. Und wenn du magst, bringe ich dir das in meinen Seminaren bei, weil das ist wirklich Arbeit, persönliche Arbeit, die wir zusammen machen. Komm auf die Kunst, dein Ding zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen nach oben und leite es an alle weiter, die von diesen drei Fallen auch profitieren können, wenn sie die einmal gehört haben. Und schreib gerne dein Feedback in die Kommentare. Danke, dass du hier dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video und denk dran, wenn du dich nicht aufhältst, kann dich nichts und niemand aufhalten.